Täglich gibt es neue Gesetzgebung für die Motorentechnik. Täglich ändern sich die Benzinpreise. Das heißt, vom Maschinenbau wird immer mehr Flexibilität erwartet. Wir haben uns eine zukünftige Lösung ausgedacht, die versucht, darauf einzugehen, und zwar ganz einfache Maschinenbautechnik und sämtliche Intelligenz für alle notwendigen Änderungen packen wir in die Elektronik. Wir haben hier vor uns einen sogenannten Hubregelmotor. Das heißt, wir können auf Knopfdruck den Hubraum ständig zwischen 1 bis 2 Liter Hubraum ändern. Damit können wir jeder Gesetzgebung genügen, ob die Gesetzgebung nun auf das Abgas eingeht oder auf das Geräusch. Dies erreichen wir, dass wir die bisherige Kurbelwelle mit den entsprechenden Teilen wegfallen lassen. Wir gehen dazu über auf eine Platte, die sich in einer Taumelbewegung bewegt und eine zweite Scheibe damit in Rotation verbringt. Die Nockenwelle ersetzen wir durch eine Kurvenscheibe, sodass wir auch dieses teure Teil einsparen können. Vergleichen wir nun hier den Zylinderkopf, so können wir erkennen, dass Ventiltrieb, Brennraum, Zündkerzenloch identisch bleiben der herkömmlichen Technologie. Wir gehen davon aus, dass es sinnvoller ist, eine Evolution auf diesem Sektor zu machen als eine Revolution. Die Intelligenz packen wir nun alles in diese Platine und können hier jedes beliebige Programm schreiben, in welcher Art und Weise sich der Hubraum verändern soll. Die Vereinfachung, die hier geschieht bei der Montage, ist ein weiterer Vorteil dieses Prinzips.